Die CMT in Stuttgart. Ja, wir sind zusammen mit einem absoluten Profi. Er heißt Wieland und ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, mein Name ist Wieland Greif, Firma Kante. Ich versuche euch mal unser Fahrzeug zu erklären. Ja, es ist sensationell. Du hast wirklich hier in Citroën mit drauf. Du hast, ich könnte mal wetten, die Seitenwände. Aus welchem Material haben wir die? Komplett GFK, Dach, Wand und Boden ist das komplette Fahrzeug. Also wir haben hier einen doppelten Boden, also mit 12 cm Isolierung. Also das Fahrzeug ist voll wintertauglich, also komplette. So, die Leichtmetallfelgen sind inklusive? 16 Zoll Leichtmetallfelgen sind mit Michelin Achilles Campingbereifung. Das ist Standard bei uns. Was sensationell ist, ist natürlich die 16 Zoll Felge, heißt auch die große Bremsanlage ist mit dabei, was ja ganz wichtig ist. Ja, viele machen 17 Zoll, da geht vieles nicht mehr bei den anderen Leichtmetallfelgen. Dann kriegst du diese Felge natürlich europaweit. Sollte sie jemals kaputt gehen, das ist die Originalfelge. Das ist die Original Fiat bzw. Citroën Felge mit 16 Zoll. Optional gibt es auch bei uns für die Auflastung bis 4080 Kilo die Borbit Felge noch alternativ, aber das ist eine Option. Auflastung, wie funktioniert die? Ist Luft? Luftfahrwerk von aus dem Hause Lennepe bis 4080 Kilo. 4080 Kilo. Ist das jetzt ein Maxi-Chassis oder quasi übersetzt? Das ist das Light-Chassis. Bis also 4080 Kilo haben wir dann. Und bei dem Heavy-Fahrwerk, da haben wir dann 4400 Kilo. Fahrzeuge wurden wo gebaut? Italien? Werden in Italien gebaut, südlich von Florenz bei der Firma Ciotti. So, hier sieht man es auch, Ciotti Line. Das Ganze ist High-End, also in Italien fahren die rum und das ist schon richtig toll. Preis-Leistungs-Verhältnis ist, glaube ich, das große Thema bei euch, oder? Preis-Leistung stimmt bei uns, weil wir halt eine hochwertige Ausstattung haben. Wir haben vom Luftfahrwerk Stützen, Alufelgen, Sat, Solar, alles auf dem Dach schon mit dabei. Guck mal, ihr habt Luftfahrwerk dabei? Luftfahrwerk ist dabei. Okay, das ist vorne wahrscheinlich für jedes Rad einzeln einschaltbar, oder? Nein, das ist ein Zweikreis-Luftfahrwerk an der Hinterachse. Dadurch erreichen wir auch dann die Auflastung beim Leitfahrwerk bis 4080 Kilo. Okay, das heißt, ich kann also nicht, wenn ich parke, ein kleines bisschen nivellieren damit oder geht das? Selbstverständlich. Wir können über den eingebauten Kompressor, können wir 10 cm circa, können wir von 0 bar bis 8 bar, 7 bar, können wir das Fahrzeug hinten anheben bzw. seitlich schwenken. Ja, großes Thema ist ja die Lieferfähigkeit. Wie sieht es aus bei euch? Dadurch, dass wir so einen großen Vorlauf haben bei den Fahrzeugen und eine ziemlich umfangreiche Ausstattung, haben wir momentan eine Lieferzeit von 6 bis 8 Monaten. Okay, das geht ja noch. Also die meisten Leute, die heute jetzt hier bestellen, werden wahrscheinlich das Fahrzeug noch in diesem Jahr bekommen, oder? Auf jeden Fall. Wir liefern aus diese Fahrzeuge, die hier auf der Messe bestellt werden, in Stuttgart garantiert Mai, Juni, Juli. So, wir gehen mal kurz rüber. Ich gucke mal gerade auf den Preis. Das ist der Messepreis im Moment. Wir filmen heute am Montag, den 16. Januar 2023. 83.990. Hier steht ab, aber du sagst, da ist schon viel dabei, oder? Da ist alles so dabei, wie es da drin steht. Also mit der kompletten Ausstattung. Sat Solar, Multimedia, Luftfahrwerk, Stützen, Alufelgen, Backofen, Markise. Ist alles mit dabei. So, uns steht jetzt bei Rapido. Ist das das Werk oder wie muss ich das verstehen? Rapido ist der Mutterkonzern. Der hat vor 3 oder 4 Jahren hat er die Firma Ciotti aufgekauft. Und das kann man sich vorstellen wie Seat oder Skoda beim VW-Konzern. Ja, kommen wir kurz Außengasanschluss. Die Fernsehbuchse wahrscheinlich für 230 Volt, oder? Hier haben wir unsere Stromanschlussdose. Einmal mit 230 Volt für die Kaffeemaschine, für den Toaster auf dem Frühstückstisch. 12 Volt für den Handy, zum Handy zu laden. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Fernseher anzuschließen, aber dadurch, dass wir ein Twin-LMB haben, ist es nicht direkt belegt, sondern wir müssen über ein Zusatzkabel, müssen wir das dann über den Kühlschrank trennen und müssen dann das Schlafzimmerfernseher dafür ausstecken und wenn wir wieder nachts, abends Fernsehen gucken wollen, dann können wir da wieder einstecken. Aber jetzt ist ja so, die meisten werden wahrscheinlich hier die Stromsteckdose nutzen und die gibt es ja nur so als Kombi-Steckdose und deswegen ist das nur ein Zusatznutzen. Der Außengasanschluss, den wünschen sich ja viele, viele bestellen ihn dann doch nicht mit, aber der ist sehr praktisch, oder? Der Außengasanschluss, super Sache, kann man auch nur nutzen, wenn man den passenden Schlauch dazu hat, also es kann einem niemand dran spielen, aber halt super zum Benutzen für den Grill, für den Kocher, wenn wir außen kochen möchten, wenn wir abends grillen möchten oder was auch ein großes Thema ist mittlerweile in der Jahreszeit, wenn wir im Vorzelt zum Beispiel unser Heizgerät einstecken wollen, haben 30 Millibar, wir brauchen keine Flaschen mehr zu tragen, wir können direkt einstecken ohne Druckminder, haben wir sofort 30 Millibar Gasanschluss. Ja, Vollausstattung heißt natürlich Außendusche. Außendusche, standardmäßig haben wir Kaltanschluss für die Kaffeemaschine zu befüllen, für die Füße nach dem Spaziergang mal zu waschen, für die Fahrräder abzuwaschen. Ansonsten auf Wunsch optional auch mit Warm-Kaltanschluss.
Polyvision-Rahmenfenster. Also man muss genau hinschauen. Der Teufel liegt oft im Detail, oder? Sehr hochwertige Aluminium-Rahmenfenster mit Sicherheitsverriegelung, dass wir auch nicht einfach mit einem Stück Draht oder mit einem Messer die Fenster öffnen kann. Wirklich sehr gut isoliert, doppelt verglast, hochwertige Fenster. Komm, wir gehen mal gerade ein Stück zurück, dass wir das ganze Auto mal sehen. Entschuldigung, es tut mir leid. So sorry. Ich hätte fast das Kind getötet, aber das wollen wir nicht. Ja, Giotto Line, ja, ich grüße euch jetzt. Sag mal hier, die Messe hier ist ja sensationell, oder? Das heißt, was hier los ist, wenn du mal kurz beschreibst, Samstag, Sonntag, wie war das? Also sehr gutes Personal, also Messebesucher, viel Fachpublikum auch, also sagen wir mal interessierte Kunden. Also das Coole ist, die Leute schreiben auch. Also ich war jetzt bei vielen Kollegen, die wirklich diesen Kauf freudig, kaufentscheidig. Und ich habe das Gefühl, dass die Kunden, die hier sind, viele sind nicht in Düsseldorf gewesen. Die haben extra gewartet auf die Messe, oder? Also die Messe Stuttgart ist immer wieder ein Phänomen, was die für einen Einzugsbereich hat. Wie weit die Leute anreisen extra, um nach Stuttgart zu kommen. Also es ist wirklich sehr, sehr positive Resonanz. Hier sieht man, das Ganze ist full GFK. Bedeutet, du kannst jetzt eine Faust nehmen, hier oben draufschlagen. Das ist hagelresistent, aber auch wenn mal ein Fahrrad dagegen fällt oder so, da ist nicht gleich eine Delle drin, ne? Nein, ist voll GFK. Wie gesagt, Dachwand, Boden, auch bei der Versicherung sehr günstig. Ihr bekommt den vollen Hagelrabatt bei den Versicherungen, die sich damit auskennen. Und dann gibt es auch sehr wenige Parkrempler oder sowas, die sind leicht auszubügeln. Ja, die Garage ist sehr tief. Wie ist sie belastbar? Garage bis maximal 300 Kilo, aber eben, man muss immer die Hinterachslast im Auge behalten, dass man halt weiß, was man zulädt. Aber für einen Motorroller oder vier Fahrräder überhaupt kein Problem. Würde gehen. Das heißt, so ein Motorroller zum Beispiel 120 Kilo, überhaupt kein Problem. Kriegt man hin. 125er Roller oder so ist Standard. Komm, wir gucken mal hin drauf. Viele sehen nur das Heck und das sieht man immer öfter. Giotto Line, du würdest schon sagen, das ist gute Mittelklasse, oder? Das ist gehobene Mittelklasse, wirklich mit einer tollen Ausstattung, komplett alles GFK. Dach, die Positionsleuchten, Rückfahrleuchten. Die Rückfahrkamera ist eine Twin-Kamera, einmal für die Kontur der Stoßstange bzw. was dahinter liegt. Und auch den Weitwinkel haben wir dann schon inklusive. Das Lampendesign gefällt mir gut. Ihr habt so Crashboxen hinten drin, dass nicht gleich alles kaputt geht, oder? Genau, das ist also wirklich. Und wenn man ein kleiner Rempler ist, wie ich es vorhin schon gesagt, ist alles zu schweißen, kann eigentlich jeder gute Autolackierer kann das wieder instand setzen. So, ihr habt eine Werkstatt, Service ist ja ganz wichtig. Ihr seid wo ganz genau ansässig? Wir sitzen in der Nähe von Kassel. Also in Kassel haben wir unsere Zentrale. Wir sind Generalimporteur für die Firma Giotto Terry-Linie. Und da werden auch alle Arbeiten ausgeführt über Klima, Fahrwerk, alles. Und wenn irgendwelche Dichtheitsprüfungen oder Gasprüfungen anstehen, kommen wir auch zu unseren Kunden bis nach Hause, deutschlandweit. Sei mal so nett, mach mal auf hier, das Fach. Bin ich mal gespannt, was dahinter ist, denn das hast du nicht so oft, oder? Was ist hier oben drüber? Hier haben wir jetzt das Fach, wo wir nach dem Einkauf können wir hier unsere Einkäufe einladen, Lebensmittel, Getränke, alles können die nach innen ins Fahrzeug entnehmen. Wir müssen nicht wegen jeder Flasche Wasser oder jeder Tüte Milch. Sag mal, ich stelle das hier rein und komme unter dem Bett da dran, von innen. Ja, wir kommen mit unserem Einkaufswagen hier hin, stellen unsere Einkäufe hier hin, Getränke, Lebensmittel und entnehmen sie nach innen, ohne dass wir außen rum müssen. Ist ja selten, dass das ist, oder? Das hast du nicht so oft. Also ist eine ganz tolle Annehmlichkeit, sage ich mal. So, wir haben wahrscheinlich Längsbetten hier. Zwei Längseinzelbetten, jawohl. Zwei Meter Bettenmaß. So, ich guck mal gerade, das Fahrzeug ist unglaublich umlagert. Wir haben gerade eben mit euch abgesprochen, dass wir es mal kurz filmen können. Wichtig ist ja, dass die Leute es anfassen und fühlen können. Innen drin, wenn man hier reingeht, ist es unglaublich wohnlich. Also das, ich glaube, das fixt die Leute ein bisschen an, oder? Also die Leute, wir haben eine sehr gute Resonanz auf dieses Fahrzeug. Die Leute kommen entweder rein und lieben es oder, also es ist wie mit allem. Wie mit allem. Ja, also es ist wirklich. So, Simone ist sehr kritisch, muss ich dazu sagen. Und wir hatten letztes Mal, waren wir ja bei Clever und die haben es ganz modern gemacht mit Silber und allem drum und dran. Das hat dir gar nicht so gut gefallen. Das Schwarze war dann besser und das hier? Ja, es ist jetzt auch nicht so mein Stil. Gut, du bist 23. Ja, genau. Ja, ich denke, das ist auch eher wieder für die ältere Generation, die sich. Sie schaut mich gerade an, muss ich dazu sagen. Ja. Habe ich extra nicht. Ja, die sich es halt auch leisten können. Genau. Es ist helles Holz dabei. Also wenn man jetzt sieht, was im Moment aktuell in den Linern zum Beispiel drin ist, da findet man genau das wieder. Du hast hier Mockertöne mit drin. Das ist alles sehr zeitlos. Es soll ja lange auch aktuell bleiben, oder? Ganz genau. Zeitlos ist der richtige Begriff für unsere Ausstattung, weil das Publikum, was dieses Fahrzeug fährt, Ü50, Ü60 und da wollen wir nicht mit modernen, kurzlebigen Sachen arbeiten, sondern wirklich auch, dass die Sachen in 3, 4, 5 Jahren auch noch
anschaubar sind. Ja, das Schöne ist die Verarbeitung. Ihr habt ganz viele Möbelverbinder verwendet, damit das Ganze auch wirklich lange hält. Aber der Baldachin mit eingebautem Licht, das ist ja sensationell, oder? Wirklich, das ist das ganze Konzept. So wie wir es jetzt hier sehen, die Ciotti-Teillinie ist halt die gehobene Linie von Ciotti und da wird halt auf gute Verarbeitung und Ausstattung wird da Wert gelegt. Wenn ihr die Fahrzeuge kriegt, ist da jetzt unglaublich viel jetzt nachzuarbeiten oder geht das? Was wir bei uns in der Firma einbauen, das sind die Markisen, die Multimedia-Systeme, die SAT-Solaranlagen, die Außengassteckdosen. Aber ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich von innen soweit fertig. Auch hier vorne hast du Leder mit drin. Hier ist der Fernseher auch genau an der richtigen Stelle, dass du also ordentlich gucken kannst. Was ich liebe, ist dieses kleine Schuhbänkchen, was du hier mit drin hast. Da kannst du dich hinsetzen, kannst dich anziehen. Da kann auch mal jemand sitzen. Die Rundsitzgruppe ist geeignet für locker mal 5 Personen. Ne? Ja, also locker 5 Personen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den Tisch in alle Positionen zu verschieben. Wir können auch mit 2 Personen jetzt vis-à-vis sitzen. Oder halt, wenn wir nette Leute kennenlernen, auf dem Campingplatz. Es ist nicht das Wetter, dass wir unter der Markise sitzen können. Können wir hier auch abends mal ein Glas Wein trinken. Sehr schön. Es gibt auch ein Hubbett hierfür? Optional gibt es das Fahrzeug mit Hubbett, aber in dieser Position haben wir jetzt auch die Möglichkeit, diesen Tisch abzusenken, haben sofort ohne Zusatzpolster ein 3. Bett mit einem Zusatzpolster, was wir hier an diese Aluminiumleiste einhängen, haben wir auch sofort dann ein vollwertiges Doppelbett. Über die ganze Fahrzeugbreite? Über diese Breite von hier. Das hast du selten. Meistens sind es Notbetten fürs Enkelchen oder sowas. Also hier kann auch eine erwachsene Person aufschlafen. Hier können 2 erwachsene Personen können hier vollwertig schlafen. Und für das Enkelchen haben wir dann hinten die Möglichkeit, in den Einzelbetten das auseinanderzuziehen. Und dann haben wir da die Möglichkeit, für den Enkel da oder für ein Kind nochmal das 5. Bett zu schaffen. So, das war lange Zeit mein Lieblingskühlschrank, bis die Linerhersteller gesagt haben, sie nehmen den Tedford Tower doppelseitig öffnenbar. Der hat einen riesen Vorteil. Er ist viel größer, er ist viel geräumiger, er kühlt sogar noch ein bisschen besser, hatte ich das Gefühl. Im Moment habe ich einen Kompressor, wo er viel, oh mein Gott, ich bin gerade aufs Polster draufgegangen. Das ist unglaublich bequem. Wenn ich mal gerade da drauf setze, mal beschreibst, man sinkt sogar ein kleines bisschen ein, oder? Und hat eine Knieunterstützung. Das ist auch halt für längere Fahrten sehr gut. Also wirklich sehr hochwertig. Die sind sehr lang. Das heißt, lange Personen, die können die Beine endlich mal auflegen, oder? Genau. So. Ja. Ey, das ist richtig. Also ich muss ja ein bisschen umdenken. Ja, das ist ja schon High-End hier, was ihr habt, oder? Also Preis-Leistung stimmt bei diesem Fahrzeug. Da sind wir überzeugt von. Und ich fahre das Fahrzeug auch privat selbst und bin nach wie vor davon überzeugt. So, eine Truma ist drin. Was ist drin? Eine Vierer? C6EH. Also nee, Vollausstattung. Das heißt mit Elektropaket allem. Jawohl. Wir haben 6 kW Gas plus 2 kW Strom und die CP Plus. Und also High-End, wie du schon sagst. Die neuen kommen jetzt mit dem neuen Truma Bedienfeld? Momentan haben wir noch die CP Plus mit diesem Standardbedienfeld. Was die Zukunft bringt, das werden wir dann in Düsseldorf sehen. Ja, mal sehen, wenn sie es denn. Also ich habe gesehen, viele haben es auch eingebaut. Ich war froh, dass ich erstmal das CP Plus bedienen konnte. Ja, es ist ja, wenn man es mal erklärt hat, ist es total einfach, aber man muss einmal kapieren. Oder? Es ist simpel einfach, wenn man es von jemandem erklärt bekommt, der es versteht. Und dann ist es auch ganz einfach zu bedienen. Der Vorteil ist halt von den CP Plus Systemen, dass wir auch einstellen können, wann welche Temperatur im Fahrzeug sein soll, wann warmes Wasser gebraucht wird. Und auch das Schöne ist, dass wir sie im Sommer so einstellen können, dass sie lüftet, beziehungsweise wenn sie im Winter heizen, im Sommer lüften. Umluft. So, ich zeige das mal gerade hier, Dometic, ein Backofen ist mit dabei. Vollwertiger Backofen, ist zwar keine Heißluft oder Umluft, sondern ist aber sehr hochwertig. Wir haben hier ein Backblech, ein Rost mit dabei und ist jederzeit für zum Aufbacken oder mal einen Auflauf oder einen Kuchen zu machen, ist kein Thema. So, jetzt kommt das Wichtigste, die Küche. Da liegen ja unglaublich viele Wert drauf. Italienisches Design. Das merkt man richtig. Hier kann man einen großen Pizzateller reinlegen und kann komplett alles waschen und so weiter. Das ist hier mit drin. Ein großes Kochfeld mit 3 Flammen. 3-Flammen-Kochfeld mit elektrischer Zündung. Wir haben eine vollwertige Dunstabzugshaube. Haben die indirekte. Oft, oder? In Wohnmobilen? Nein, also bei uns ist eine richtige Abluft-Haube, also keine billige Aktivkohle, sondern wirklich mit Abluft. Wir haben hier die Schubladen alle mit Softclose, wie bei einer modernen Küche zu Hause. Zentral verriegelt? Selbstverständlich zentral verriegelt. Ein Knopfdruck ist alles zu. Cool, und dann hier Silber, die Oberflächen. HPL, oder was habt ihr drauf? Das ist sehr unempfindliche Oberfläche, also ganz unempfindlich alles. So überall, man sieht das auch hier vorne, die wichtigsten Bereiche sind nochmal luftdurchströmen, dass man auch keine kalten Füße kriegt, oder? Jawohl. Wir haben hier, wie gesagt, eine 12 cm Bodenisolierung noch drin und haben überall diese
Austrittsdüsen für die Heizluft. Und deshalb, das Fahrzeug ist ja, wird ja auch sehr oft im Winter verwendet von unseren Kunden. Und da haben sie absolut keine Probleme. In Verbindung mit der großen Heizung ist das ein ganz tolles Fahrzeug, auch für den Winterurlaub. Ach so, Kleinigkeiten hier, designmäßig ganz nett gemacht. Vollausstattung ist es, glaube ich. Das heißt, er bietet die so an, wie es ist. Der Kunde muss kaum was nachrüsten. Ist Lithium vorgesehen vom Ladegerät her? Geht das? Lithium ist vom Ladegerät her vorgesehen. Es ist aber eine Option. Standardmäßig haben wir 100 Amperestunden Aufbaubatterie, 100 Amperestunden Starterbatterie mit einer 100 Watt Peak Solaranlage versorgt, beziehungsweise auch über einen Ladebooster während der Fahrt 40 Ampere. Und also elektrisch bleiben keine Wünsche offen. Ist der Booster dabei, Ladebooster? Ja. Jetzt im Serie? Und die 100 Peak Solar ist auch dabei oder war das ein Paket? Nein, es ist standardmäßig in dem Preis, ist die also Solaranlage mit dabei und der Ladebooster ist alles mit dabei. Okay, das heißt, habe ich verstanden. Große, ich sag mal, Dusche, das ist eine dedizierte, getrennte Dusche, das ist vielen Leuten ganz, ganz wichtig, dass sie also wirklich hier zumachen können, ihr eigenes Bad haben. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Dann hast du eine Art Raumbad hier mit drin. Und wenn du mal gerade hier zumachst, bitte. Oh, guck mal hier. Sehr schön. Das ist schick, oder? Ja, gefällt mir gut. Das heißt, du hast hier so ein leicht durchsichtiges Satinfeld, wo du was siehst, ja. Jawohl. So, und große Dusche hier mit drin. Eine große Dusche mit einer stabilen Duschabtrennung, wo auch selbst große Menschen drin duschen können. Mit einer kompletten Magnetleiste über die komplette Länge. Wir können innen noch verriegeln. Wir haben die Duschabtrennung, geht 2 cm in die Duschwanne, dass auch wirklich keine nassen Füße gibt. Also wirklich hochwertige Verarbeitung. Gut, der Vorteil ist natürlich, wenn der Magnet über die ganze Länge ist, dass du, das Klapperverhalten ist ja nicht mehr so. Wenn die zu ist, die ist leicht auf Spannung, die klappert dann nicht mehr, oder? Klappert nicht. Wir haben hier noch einen Holzeinlegeboden serienmäßig mit dabei, dass man auch diese Dusche während der Fahrt als Schuhschrank oder beziehungsweise Kleiderschrank nutzen kann. Da haben wir hier noch, das ist jetzt hier noch leider nicht verbaut, aber die Möglichkeit, eine Garderobenstange einzubauen, dass man auch mal lange Kleider aufhängen kann oder mal eine nasse Jacke nach einem Strandspaziergang oder nach einer Fahrradtour oder einfach mal ein Badehandtuch nach dem Strand aufhängen. Wie lange, wenn du mal gerade so lieb bist, komm mal raus, wir schicken mal die Simone rein, dann können wir die mal testen, dann können wir mal ein bisschen was erzählen zum Bad. Denn du bist groß und stark, so würde ich mal sagen. Das ist gut zu sehen. Du bist, wie groß bist du? 1,86. 1,86, also haben wir mal ein Model, ich habe mal 1,65 jetzt mal drin. Und da sieht man auch mal die Raumhöhe hier oben über den Kopf drüber, oder? Das ist wirklich groß. Ich gehe jetzt rein und da ist die Toilette. Thema Sitzriesen, Beinriesen, die kommen auch aufs Klo drauf und können sich auch noch drehen und haben Platz für die Beine, oder? Die Toilette ist voll drehbar, also man kann sie in jeder Position schwenken, sodass man auch ein großer Mensch sich vernünftig draufsetzen kann. Das ist das Waschbecken. Das Fenster haben wir ja schon gesehen von außen, das war geöffnet. Hier hast du eine Rolltür mit drin. Das heißt, du kannst den Raum auch zum Anziehen, Umkleiden komplett öffnen. Ja, das kann man dann halt hier, kann man zumachen, dass man hier quasi die Möglichkeit hat, auch als großer Mensch sich hier vernünftig an und auszuziehen. So, und das ist nochmal die Dusche, die wir hier sehen. Da haben wir das Polster, das Mittenpolster. Das heißt, du kannst im Prinzip aus den zwei Längsbetten kannst du hier eine Liegewiese machen komplett und das Polster weiter. Das ziehst du einfach nur raus, nehme ich an. Ziehen wir einfach nur raus. Da haben wir ein kleines Magnet drin, dass es nicht von alleine rauskommt. Einfach hier mit einem Ruck. Und dann haben wir hier das Zusatzpolster und dann haben wir hier eine große Liegewiese. Cool. So, auch die Matratzen, die Italiener lieben ja auch bequem zu schlafen. Wer liebt das nicht? Dicke Matratzen drin, aber wie ist der Liegekomfort? Dicke Kaltschaummatratzen, wirklich super gute Qualität. Auch vernünftige Lattenroste mit einem Aluminiumrahmen, die wir auch selbstverständlich hier nochmal anheben können, um die Gepäckfächer von oben zu beladen. Darf ich jetzt mal kurz sehen? Warte mal, ich gehe mal kurz auf die Seite, weil das interessiert die Leute. Die Matratzen, die sind geteilt dann dafür, oder? Die Matratzen sind oben geteilt, dass wir den Fernseher, dass wir beim Fernsehen oder beim Lesen. Da ist keine Stange drin jetzt, gell? Die liegt unten. Die Stange ist leider runtergefallen, hat irgendjemand. Ja, kann ich mir vorstellen. Und das ist das Fach, was ich von innen belade dann, gell? Genau. Was wir okay, verstanden. Beladen können es nach innen entnehmen. So, wir sind auf der Messe und auch die Oberschränke, die sind jetzt leicht gebogen, das siehst du richtig gut und sind weiß mit dem hellen Holz. Drei Scharniere, jeweils haben wir kleine Dämpfer mit drin, das ist interessant, ja. Das heißt, wir haben Softclose in dem Fall. Jawohl, alles mit Softclose, mit zentral, also mit unten mit der Verriegelung, vernünftige, stabile Verriegelung. Toll. Wir haben auch hier unter dem Bücherbord haben wir noch 230 Volt, haben noch zwei USB-Anschlüsse, haben die Schaltung für die indirekte Beleuchtung hier überall. Mhm. Alle Fenster, alle Türen sind beziehungsweise mit Verdunklung und Netz, Insektennetz. Mhm.
Und Klimanachrüstung ist kein Problem, oder? Klimaanlage? Klimaanlage, da haben wir hier die Möglichkeit, hier zwischen Dusche und WC die Klimaanlage zu installieren. Oder was auch ein Trend ist, Staukasten. Ist Fiamma Turbovent oder die Dometic, diese elektronisch geregelte Lüftung. Dann haben wir halt den Vorteil, dass wir hier im Schlafzimmer, selbst bei geschlossener Tür, auch die Möglichkeit haben zu klimatisieren bzw. zu lüften. Und dann erhalten wir uns das Fenster vorne über der Küche. Also ich fasse mal zusammen, 6 bis 9 Monate Lieferzeit, sagst du, haben wir hier auf der Messe bestellt. Die Messepreise gelten nur auf der Messe, oder? Die gelten momentan nur auf der Messe. Wir haben auch momentan ein sehr gutes Angebot für Automatik, Neugang Fiat Automatikgetriebe. Preis von dem? Da liegen wir dann bei 90.000 bis 91.000. 90 bis 91, dann kriege ich aber den Fiat Ducato 9 schon, oder? Der Fiat Ducato 8 mit 180 PS. Ja, ich habe gehört, der 9er ist der gleiche, hat mir einer gesagt, ja, kaum ein Unterschied. Kleines Facelift. Kleines Facelift kommt, ja, was kommt, ja. Und ich muss ehrlich sagen, für das erste Mal der Kontakt, du machst es super gut, du machst es schon lange, oder, Vertrieb? Nein, eigentlich nicht. Ich komme aus einer ganz anderen Branche. Was hast du vorher gemacht, darf ich fragen? Ich bin Schlossermeister. Ah, das ist aber gut, du bist Handwerker. Die Qualität als Handwerker, was würdest du sagen, ist gut? Super gut. Ich fahre das Fahrzeug privat, deshalb, das sagt dir eigentlich alles. Klapperverhalten, ist hier alles am Ratteln? Nichts, nichts, gar nichts. Also wirklich, selbst wenn es klappert, dann stellen wir das ab. Dann sehr schön. So, und das ist auch wichtig, wenn du Schlossermeister bist, dann kennst du ja, das wichtigste Werkzeug eines Schlossermeisters ist der Hammer. Das ist wichtig. Also habe ich mal gehört, ja, denn, aber das ist lange vorbei. Sag mal, die als Importeur zu arbeiten für so eine Firma, da bist du auch abhängig, Ersatzteilversorgung und so weiter und so fort, das klappt gut? Das klappt sehr gut. Die Firma Ciotti ist ja, wie gesagt, vor einigen Jahren an die Firma Rapido verkauft worden und das französische Management bekommt der Sache eigentlich sehr gut. Die haben die Ersatzteilversorgung und Garantieabwicklung alles eigentlich sehr gut im Griff. Ja, Rapido, ein französisches Unternehmen. Ich wohne ja in Frankreich, muss ich sagen, da fährt jeder Rapido und mittlerweile auch natürlich Giotto. Da sind wir. So, das Ganze kann man kriegen bei Uwe Gante Wohnmobile. Ihr habt viele Marken mit drin. Unter anderem habt ihr auch Wingam mit drin. Ja, das haben wir auch schon abgefilmt, was da ist. Und wenn ich jetzt nicht auf die Messe kann und so weiter, wo findet man euch nochmal? Du hast es eben schon gesagt. Wir sitzen in der Nähe von Kassel, direkt an der A44 Kassel-Dortmund, Abfahrt Bräuner-Wolfhagen. So, vielen, vielen Dank. Wieland Greif, habe ich das richtig gesagt? Greif, ja. Greif. Und ja, wenn Sie Lust haben, Giotto Line, das Modell heißt nochmal wie ganz genau hier? Giotti T37. Giotti T37, der 16. Januar 2023, die CMT in Stuttgart. Tschüss. Tschüss.